Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Abgefahren. Heute geht's in die erste Folge von F1 2017, denn ich habe das Glück, einen Review-Code erhalten zu haben und kann euch jetzt schon ein paar Tage bevor das Spiel erscheint, hier meine ersten Eindrücke liefern. Das Spiel kommt am 25.08. raus für den PC, für die PlayStation und für Xbox One und ist der Nachfolger von F1 2016. Kurzer Disclaimer am Anfang, ich habe F1 2016 nicht sehr lang gezockt. Also ich habe ein First-Impression-Video dazu gemacht. Ich habe ein bisschen so im Controller auch nochmal reingezockt, aber es hat mich wirklich nicht in den Bann gezogen und dementsprechend gering ist meine Erfahrung mit den vorherigen Formel 1 Titeln von Codemasters. Aber das werden wir heute mal ein bisschen auf die Probe stellen, wie gut mir das neue F1 2017 so gefällt. Und da werden wir heute mal auch ein bisschen die Frage stellen, Simulation oder Arcade? Arcade-lastig. Oder vielleicht auch Simcade. So ein bisschen was zwischen beidem. Und dementsprechend gucken wir uns heute eine ganz besondere Kombination an. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal kommen wir hier ins Menü. Wir fangen an mit der Karriere, die wir theoretisch machen können. Und da können wir direkt mal ein Team auswählen. Ich skippe hier einfach nur mal eben durch, weil ich hier noch nicht reinschauen möchte. Das machen wir in einem zukünftigen Video. Wenn ihr übrigens heute Abend Bock auf einen Livestream habt von F1 2017, wo wir vielleicht auch ein bisschen Sachen ausprobieren können, die ihr vorzuschlagen habt, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Dann machen wir das. Machen wir heute Abend so einen kleinen Livestream, wenn ihr da Bock drauf habt. Kann man noch so im Hauptmenü auswählen. Grand Prix kann man direkt auswählen und direkt in ein Grand Prix reinstarten. Mehr Spieler gibt es, Zeitwagen gibt es, Event gibt es, Meisterschaft gibt es, Karriere. Und dann sind wir auch schon durch mit den Optionen, die es hier so gibt. Man kann in die Spieloptionen eindringen sozusagen und da in gewohnter Codemasters-Manier alles einstellen, was einem beliebt. Die Steuerunganpassung ist ein bisschen schwierig, ein bisschen kompliziert, wenn man das nicht so kennt, so wie ich, weil man da eben verschiedene Sachen auswählen kann, die aktivieren und deaktivieren kann und dann auch separat einstellen kann. Das hat jetzt alles so geklappt mit meinem Fanatec-Lenkrad. Ich konnte auch die separat angeschlossenen Pedale und auch den separat angeschlossenen Schalthebel aktivieren. Das sehen wir hier. Thrustmaster Shifter und Fanatec CSL Elite Pedals Low Cell. Das heißt, das klappt auf jeden Fall auch mit multiplen Eingabegeräten. Und das ist schon mal ganz geil. Ich kann mal kurz in meine Grafikoptionen rein sneaken, was wir hier so eingestellt haben. Hier Anti-Aliasing, TAA und erweitertes Setup sieht dann so aus. Also wir fahren quasi auf hohen Einstellungen. Und da geht also noch ein bisschen was. Noch nicht auf maximale Einstellungen, aber auf hohen Einstellungen. Bewegungsunschärfe steht auf 20%. Ich habe, wo kann man das denn sehen? Nee, das ist falsch. Das ist Field of View eingestellt, sodass es ein bisschen besser auf meinen Bildschirm, auf meine Bildschirmentfernung passt. Und die komplette Bewegung im Cockpit quasi ausgestellt, weil ich das von anderen Sims so gewöhnt bin, dass ich da mit ruhigem Cockpit fahre. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum. Ich habe euch die Option gezeigt, so ein bisschen, was man hier so auswählen kann. Und wir gehen direkt in ein Zeitfahr-Event, denn da kann man was ganz Geiles machen, was Neues bei F1 2017, nämlich, bam, historische Formel-1-Wagen. Und die wählen wir heute mal aus. Und da wählen wir, glaube ich, direkt den 1988er McLaren MP4, denn der ist handgeschaltet. Und da habe ich richtig Bock drauf, hier mal ein bisschen mit meiner Schaltkulisse rumzurühren und so quasi die Fahrphysik des Spiels ein bisschen auszukundschaften. Und deswegen nehmen wir uns direkt mal eine sehr schwierige Kombination vor. Eine Strecke, die ich kenne. Und das ist Spa-Francorchamps. Ich kenne natürlich Silverstone oder auch hier Red Bull Ring, mit denen habe ich schon was zu tun. Aber viele Strecken sind mir in der Formel 1 recht unbekannt, weil ich eben nicht der Formel 1-Gucker und Fan bin. Deswegen habt ein bisschen Gnade mit mir, wenn ich irgendwelche Sachen nicht so weiß und nicht so direkt rüberbringen kann. Und also ich habe halt wenig Bezug zur echten Formel 1-Motorsport. Ich habe halt eher Bock aufs Zocken. Ich bin mehr so der Zocker als der Gucker. So, das habe ich vielleicht schon öfter mal gesagt, aber für Leute, die vielleicht neu zuschauen, ist das noch ganz relevant. Wir nehmen auf jeden Fall die schwierigste Kombination, die man, glaube ich, so machen kann. Und das ist eine nasse Rennstrecke in einem Formel-1-Wagen von 1988. Und das wählen wir jetzt direkt mal aus. Ich lege die Tastatur beiseite. Übrigens, es gab in den letzten Tagen viel Gemecker über das Windows-Update, was mir so ein bisschen was zerschossen hat. Aber es hat auch eine gute Sache mitgebracht, nämlich die Wheelcam ist am Start. Tachchen, meine Freunde. Und jetzt könnt ihr auch zugucken, wie ich hier live am Lenkrad rumröde. Oh, und direkt mit dem Lenkrad auch die Sicht in der Box umstelle. Wir sehen, wir haben Regenreifen drauf. Das passt natürlich, denn es regnet hier. Und wir gehen direkt mal zur Strecke. Das Auto ist handgeschaltet, wie gesagt. Das heißt, ich muss kuppeln. Ich muss Zwischengasen mal runterschalten. Und ich muss auch selber die Gänge manuell natürlich über den Schalthebel wechseln. Obwohl sich das Ganze natürlich auch mit Pedals machen lässt. Oder auch Automatikgetriebe ist alles möglich. Man kann also sehr viel über die Einstellung regeln. Apropos Einstellung, da gucken wir nochmal eben kurz rein, denn man kann die Präferenzen einstellen und da dann auch die Fahrhilfen. Und das habe ich gemacht. Auf Benutzer definiert, Bremsassistent aus, brauchen wir nicht, Antiblockiersystem aus, hatte das Auto noch nicht, Traktionskontrolle aus, hatte das Auto noch nicht, dynamische Ideallinie aus,
Brauche ich jetzt nicht, weil wegen Schwarfrancochon. Getriebe ist Schaltgetriebe mit Kupplung. Boxenstopp-Assistent ist aus. Boxenstopp-Freigabe-Assistent ist ebenfalls aus. Was aber irrelevant ist, weil wir hier im Zeitfahrmodus eh auf der Strecke starten sozusagen. So, zweiter Gang. Dritter Gang. Vierter Gang. Und ihr seht's, es ist verdammt rutschig. Wir haben Regenreifen drauf. Ich werde hier direkt in der ersten Runde mal ein bisschen Piano walten lassen. Ein bisschen Vorsicht. Wir lassen den Geist da schon mal abhauen. Das ist meine persönliche beste Rundzeit aus einer Proberunde. Und wir gehen erstmal so ein bisschen, oh Gott, auf das Fahrgefühl ein. Darauf ein, wie sich das im Lenkrad anfühlt. Und ja, geil. Erste Rundenzeit schon ungültig. Super gut, das kommt davon, wenn man labert und hier eine nasse Strecke zu bewältigen hat. Ich muss direkt sagen, ich kann direkt schon mal ein kleines Fazit äußern. Da ich ja jetzt ein paar Stunden schon Probe gezockt habe, kann ich euch da schon mal ein bisschen zu den, ja, zum Fahrgefühl sagen, was man so vermittelt bekommt. Es ist, wie drücke ich das aus? Also, direkt um die Frage zu beantworten, Simulation oder Arcade, es ist definitiv ein Mix aus beiden, der mit diesen Fahrhilfeneinstellungen, die ich gewählt habe, durchaus in die simulationslastige Richtung geht. Das heißt, ich würde das als Simcade-Titel bezeichnen, aber mit einer Ausrichtung auf Simulation, wenn man sich die Fahrhilfen dementsprechend einstellt. Und das kann ich wie folgt begründen. Das kann ich eigentlich direkt schon mal so machen. Visuell kann ich das schon begründen. Seht ihr das? Ich kann mit logischen Bewegungen und logischen Eingaben am Lenkrad und am Gaspedal das Auto so steuern, dass ich um die Kurve komme im Drift zum Beispiel. Also das fühlt sich recht logisch und intuitiv an. Das Auto übersteuert, du lenkst ein bisschen gegen und das Auto lässt sich wieder abfangen. Das Auto übersteuert, du gibst ein bisschen zu viel Gas und das Auto dreht sich ein und dreht sich weg und du hast ein Problem, das Auto auf der Strecke zu halten. Oh Gott. Du gibst ein bisschen zu viel Gas beim Ausgang der Kurve und übersteuerst und musst dann auf jeden Fall definitiv am Lenkrad rühren, um das Auto wieder gerade zu halten. Also hier sind definitiv Faktoren im Spiel, die dir eine Simulation möglich machen. Von dem, was es sich wohl angefühlt hat damals, 1988, bei Regen auf Spa-Francorchamps unterwegs zu sein. Das ist schon arschgeil. Ich habe jetzt nicht die größte Erfahrung in anderen Simulationen mit Regen, weil davon gibt es nun mal recht wenige. Das ist eigentlich nur Project Cars und Air Factor 2, die dir da so ein bisschen den Regen möglich machen und auch die Grip-Verhältnisse dementsprechend anpassen. Okay, Project Cars, sind wir fair. Ist jetzt nicht ganz so detailreich wie vielleicht ein R-Faktor 2. Aber dementsprechend gering sind halt meine Erfahrungen mit regennassen Strecken. Und erst recht in einem Formel-1-Auto. Und da haben wir schon wieder die Strecke abgekürzt. Aber ich muss wirklich sagen, da, das auch. Du bist bei 280 und du gehst trotzdem noch quer. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Es fühlt sich auf jeden Fall authentisch an. Normalerweise denkst du natürlich, Formel-1-Auto eine Menge Abtrieb, gerade bei 280. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen extrem dargestellt, dass das Auto da noch ausbricht bei diesen Geschwindigkeiten, weil wir eben so viel Abtrieb eigentlich generieren sollten, dass da nicht mehr viel passiert bei solchen Geschwindigkeiten. Aber so wie es passiert, fühlt es sich schon authentisch an, in dem Sinne, dass du recht gut merkst, wann die Reifen an Grip verlieren. So, und das ist auch hier so der Fall. Halbgas, 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 jetzt Vollgas und du merkst, ich muss korrigieren, ich muss gegensteuern, ich muss gegenlenken. Das Auto ist definitiv bei Vollgas im vierten Gang nicht stabil bei diesen Verhältnissen und das können wir auch hier sehen und da drehen wir uns schon fast raus, können hier zum Glück noch das Auto abfangen, auch wenn wir da halb auf den Curb sitzen, aber auch hier, Vollgas, vierter Gang, ist echt schwierig und das fühlt sich einfach ziemlich nice an, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Das fühlt sich recht gut an. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ich weiß nicht, ob die Regenreifen vielleicht mehr Grip aufbauen sollten, ob der Aerodynamik-Effekt stärker sein sollte bei gewissen Geschwindigkeiten, gerade bei dieser 280, sechster Gang, wir stehen trotzdem quer, Sache. Es fühlt sich ein bisschen zu rutschig an für meinen Geschmack, wenn man auch gerade hier sechster Gang, ne? Da sind definitiv quertreibende Momente, die uns da ein bisschen den Schweiß auf die Stirn treiben und mit denen man dann umgehen muss. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Es kommt mir ein bisschen zu rutschig vor
hier im Regen. Aber wie gesagt, keine Ahnung, kein Vergleich zur echten Welt, kein Vergleich in anderen Simulationen. Da kann ich also nichts zum Realismus sagen. Es fühlt sich zwar rutschig an, aber es fühlt sich auch gut an. Das ist geil. Es fühlt sich logisch nachvollziehbar an. Und nicht nur, dass es so rutschig ist bei Regen, sondern auch, dass du das Auto noch recht gut abfangen kannst. Du hast einen recht breiten Spielraum sozusagen. Und dieses Rumspielen mit dem Gaspedal ist schon arschgeil. Ihr seht leider nicht, wie ich die Pedale hier trete. Ihr seht nur immer, wenn ich hier so unten rechts hingreife, dann ist das mein Shifter, den ich da bediene. Und ihr seht vielleicht die Beine ein bisschen arbeiten, wie ich kuppel und bremse und schalte und Gas gebe. Naja, aber es ist auf jeden Fall, das kann ich euch direkt schon mal sagen, Vollgas im dritten Gang, wenn du leicht in der Kurve bist, ist nicht möglich. Genauso wie im vierten und im fünften ebenfalls kaum möglich. Oh Gott. Da, das ist jetzt Vollgas und wir hören, die Drehzahl geht instant hoch. Und ich muss auch instant ein bisschen korrigieren, um da auf der Strecke zu bleiben. Und das ist hier dritter Gang Halbgas. Ich glaube, das Auto ist aber auch wirklich eine fiese Baustelle, weil Turbo aufgeladen. Zumindest lässt das der Sound vermuten. Ja, und dementsprechend auf dem Gaspedal gerne mal biestig. Hahaha, 360 Grad Lenkwinkel, danach ist Schluss hier. Das heißt, du musst schon recht schnell und fix korrigieren, um das Auto da noch auf der Strecke zu halten. Und ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen langsam an, was man hier so macht. Aber es fühlt sich nicht, also es fühlt sich nicht unrealistisch an. So wie ich das einschätzen kann, steckt da schon ein gewisser Realismus hinter. Und es ist nicht geschönt, nicht vereinfacht, wie sich das Auto bei solchen Witterungsverhältnissen verhält. Du hast also sehr viele Situationen, wo du einfach durch falsche Reaktion, durch falsche Eingaben Scheiße bauen kannst. Und das fühlt sich wirklich gut an. Und da war ich echt überrascht, als ich das zum ersten Mal hier ausprobiert habe. Und da drehen wir uns tatsächlich weg. Und wir sehen auch die Reifen blockieren, wenn du zu hart auf die Bremse steigst und so weiter und so fort. Also, Realismusgrad ist vorhanden. Ich kann aber hier direkt auch mal was zeigen. Guck mal. Das Lenkrad im Spielen und mein Lenkrad ist jetzt gerade synchron. Sobald ich aber fahre, mein Lenkeinschlag bleibt gleich, ändert sich der im Spiel so ein bisschen. Je schneller ich werde, desto weiter reduziert sich der Lenkeinschlag bis zu einem gewissen Grad. Und das ist so ein bisschen, ah, wie soll ich das beschreiben? Es fühlt sich so an, als würden die letzten 10% Simulation fehlen. Versteht ihr, was ich meine? Oder als würden innerhalb der letzten 10% Simulation noch irgendwo versteckte Fahrhilfen eingreifen, weil ich habe alles deaktiviert, das habt ihr ja gesehen. Und somit ist das realistischste Fahrhilfen-Setup für dieses Auto genommen. Aber es fühlt sich so an, als würden noch so 10-20% Realismus-Simulationsgrad vielleicht fehlen. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist, das muss man ja dazu sagen. Also, Codemasters will ja mit der F1-Reihe nicht die möglichst genaue Open-Wheeler-Formel-1-Simulation bringen, die es je auf dem Markt gegeben hat, sondern das Spiel soll ja auch für Casual-Racer und generelle Formel-1-Fans, die jetzt nicht unbedingt ein Lenkrad haben und nicht unbedingt in dieser Simulationswelt so hart drin sind, für die soll es ja auch noch gut und spielbar sein. Und ich glaube, das ist wirklich der beste Kompromiss, den diese F1-Serie bisher so getroffen hat, zumindest wenn ich das mit den Erfahrungen vergleiche, die ich in F1 2016 so hatte mit dem Lenkrad, weil da hatte ich gar kein Gefühl fürs Auto. Zugegebenermaßen sind wir dann natürlich auch die aktuellen Formel 1 Wagen gefahren und nicht hier sowas 30 Jahre altes. Aber das werden wir gleich auch nochmal testen, wie sich denn die aktuellen Renner so verhalten. Bin ich selber auch gespannt drauf, weil da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Ich habe mich nur mit diesen historischen Sachen beschäftigt, was ich übrigens auch einen sehr coolen Schachzug finde, da solche Sachen zu inkludieren, zu implementieren. Solche alten, ikonischen Formel-1-Fahrzeuge. So, hier Vollgas, fünfter Gang.
Vollgas sechster Gang. Wenn wir jetzt gleich in die Kurve gehen, müssen wir wieder aufpassen. Ich weiß halt auch nicht. Also im echten Leben ist es ja so. Wenn du auf der Ideallinie unterwegs bist, ist das der richtige Weg natürlich, weil da am meisten Grip liegt und die Linie durch die Kurve am logischsten ist. Wenn es regnet, sieht das Ganze aber wieder anders aus. Scheiße. Wieso nächste Runde ungültig? Wenn es regnet, sieht das Ganze aber wieder anders aus, weil dann die Ideallinie, die mit Gummi belegt ist eigentlich, rutschig wird. Die wird rutschiger als der Rest des Asphalts, weil eben nasses Gummi rutschiger ist als nasser Asphalt. So, und ich weiß nicht, wie gut das hier simuliert ist. Ich glaube, das ist hier recht gering simuliert, da man, also ich fühle keine Unterschiede abseits der Ideallinie, was den Rutschgrad des Autos angeht. So, das fühlt sich recht ähnlich an, egal ob ich auf der Ideallinie bin oder nicht. Naja, also da steckt vielleicht auch noch dieses 10% nicht ganz Simulationsgefühl drin. Aber wie gesagt, es ist eine sehr große Überraschung für mich gewesen, wie sich das hier im Regen mit so einem Auto hat fahren lassen. Was zu schnell. Ja, und man kann halt recht schön viel spielen mit dem Auto. Oh. Zumindest lenkungsmäßig ist das wirklich Sahne, was man da mit dem Auto alles machen kann. Und du fühlst auch... Scheiße. Ja, das war natürlich dumm. Jetzt schlagen wir ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal Rasen mähen, bitte. Oh Mann. Das, was am Lenkrad passiert und mit der Lenkung passiert, fühlt sich recht gut an und wirklich überraschend für mich als reiner Simulationsfahrer eigentlich. Und ein großer Sprung im Vergleich zum F1 2016er Titel, der da nicht ganz so viel Gefühl durchs Lenkrad auch vermittelt hat. Also das, was da auch Force Feedback technisch im Lenkrad passiert, wenn du driftest oder wenn das Auto übersteuert oder in diversen anderen Fahrsituationen, das ist schon wirklich... Kann man machen. Kann man machen. Das ist jetzt vom Feedback her nicht vergleichbar mit einem R-Faktor 2, mit einem Automobilista, mit einem Assetto Corsa oder sonstigen Rennsimulationen. Aber es ist deutlich, deutlich mehr Feedback, als ich von F1 2016 bekommen habe. Und das ist wirklich ein großer Sprung und da... Definitiv ein Lob an Codemasters, also das fühlt sich wirklich für so einen Lenkradfahrer wie mich durchaus authentisch, nachvollziehbar und informativ an. Also das ist schon mal ein Pluspunkt, würde ich sagen, im Vergleich zu den bisherigen Titeln. Ach, das ist so geil. Zweiter Gang Halbgas und du kannst wirklich halt mit dem Lenkrad dann bestimmen, was Phase ist und was das Auto machen soll. Das passiert wirklich gut. Ein bisschen Kritik muss man da auch walten lassen, wie man das Gaspedal so ein bisschen handeln muss. Das fühlt sich nicht ganz so detailreich an. Das heißt, du kannst nicht so viel, habe ich zumindest so jetzt gerade das Gefühl, nicht so viel mit dem Gas spielen, wie es eigentlich sein sollte. Da fühlt es sich noch so ein bisschen nach, weiß ich nicht, hier läuft gerade ein Programm ab. An der Hinterachse. Ah, er hört auf Gas zu geben quasi, dann ist es... Dann kann man das Auto wieder abfangen sozusagen. Er gibt Gas, okay, das Auto muss sich jetzt eindrehen. Und es fühlt sich... Wie soll ich das sagen? Es ist schon dynamisch. Das ist auch nicht schlecht, aber... Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mit dem Gaspedal ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Ein bisschen, nicht so genau umgehen muss. Ich kann damit lausiger umgehen. Ne, wie heißt das? Ich kann damit ein bisschen schludriger umgehen mit dem Gaspedal. Als man es vielleicht in einem echten Formel-1-Auto machen könnte. Aber auch das ist in einem recht kleinen Bereich. Denn, du wirst halt direkt bestraft, wenn du zu viel Gas gibst bei diesen Wetterbedingungen. Und, darauf kommt es ja auch, glaube ich, so ein bisschen an. Du kannst halt in einem 1988er Formel-1-Wagen bei Regen nicht aus jeder Kurve Vollgas rausbeschleunigen. Und das wird hier
recht gut simuliert, wie ich finde. Und vor allen Dingen so simuliert, dass es auch Spaß bringt. Dass man Freude am Fahren hat. Ja, und im Großen und Ganzen gesprochen, macht das eine Menge Laune und das hätte ich vorher so nicht erwartet. Oh Gott, ich... Mal gucken, ob wir überhaupt eine gezeichnete gültige Runde hinkriegen. Ich glaube nicht, so wie das gerade aussieht. Wenn jetzt noch die Strecke laser gescannt wäre, wäre das absolut phänomenös. Oh, scheiße. Denn das ist sie leider nicht. Das merkst du deutlich, wenn wir da die laser gescannte Version von Assetto Corsa oder auch von iRacing nehmen. Da gibt es deutliche Unterschiede, die sich auch in F1 2016 schon abgezeichnet haben. Es ist jetzt hier im Regen noch mal ein bisschen schwer zu beurteilen, weil du ja andere Geschwindigkeiten fährst. Und ein bisschen auch, ja, durch dieses Rutschen, die Ideallinie, also die kann ich nicht so gut treffen, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Weil es halt eben sehr, sehr rutschig ist. Aber man merkt halt schon, dass es hier keine lasergescannte Version von Spa-Francorchamps ist. Beziehungsweise merkt man einfach die Unterschiede, die zu den lasergescannten Versionen da sind. Das ist ein bisschen schade, aber ja, vertretbar. Also ich weiß nicht, wie sehr sich jetzt hier diese Spa-Version von der aus F1 2016, 2015, 2014 unterscheidet. Aber wer da schon länger die F1-Serie zockt, der wird die Strecke vielleicht so erkennen, wie sie hier halt dargestellt wurde. So, guck mal, wir sind in Runde 7. Es ist schon Runde 7. Und das ist eigentlich schon viel zu lang. Also ich wollte eigentlich viel kürzer nur mit dieser Fahrzeugstreckenkombination unterwegs sein. Boah. Aber es macht Bock, es ist fordernd. Du musst dich wirklich anstrengen und konzentrieren, um mit diesen Einstellungen auch das Auto so auf der Strecke zu halten. Und das macht Laune. Es ist nicht zu kompliziert, aber es ist auch nicht zu einfach, wie ich finde. Und das ist ein sehr guter Mix aus ja, Dynamik und aber auch Fahrzeugkontrolle, die man hier geboten bekommt. Schnellste Runde, wenn die ungültig war. Oh Gott, jetzt haben wir drei Geister auf der Strecke. Nächster Rivale Rachel. Neues Setup ist übers Pausenmenü verfügbar. Okay, okay. Ich habe gerade keine Ahnung, was abgeht, aber es sieht so aus, als ob man direkt online seine Zeiten quasi vergleichen kann, wenn man hier im Zeitfahrmodus ist und man direkt einen neuen Geist, einen schnelleren Geist vorgesetzt bekommt, wenn man den alten geschlagen hat. Der hier gerade hinter uns fährt, kann ich nicht zeigen, hat die Knöpfe nicht richtig belegt. Naja, für mich ist es gefühlt auf jeden Fall einfacher, die Balance des Autos zu halten und zu finden und zu erkennen überhaupt, als im F1 2016er Titel. Aber auch da, wie gesagt... Na, ihr wisst ja was, bevor ich euch solche Aussagen mache, müssen wir in aktuelle Formel 1 Autos vielleicht mal auf eine trockene Strecke gehen und das Ganze nochmal da verifizieren, denn das habe ich hier noch gar nicht gemacht. Ich habe wirklich die Zeit eigentlich nur in diesen alten Formel 1 Wagen verbracht und davon gibt es eine Menge und das ist geil. Das ist schon ziemlich geil. Das können wir uns vielleicht nochmal eben anschauen, was es hier so für alte Formel 1 Autos gibt. Falls ihr euch wundert, warum ich manchmal die Tastatur in die Hand nehme, ich habe das Lenkrad noch nicht vollkommen belegt, also Start und Escape und so ist da glaube ich noch nicht drauf und dementsprechend muss ich da ab und zu mal die Tastatur zu Rate ziehen. Also 1988er McLaren MP44, 1991er McLaren MP46, 1992er Williams FW14B, dann der Ferrari 412T aus dem Jahre, T2 sogar, aus dem Jahre 1995, dürfte glaube ich das Auto sein, mit dem Niki Lauda seinen Unfall hatte, ich glaube schon, ne? Williams FW18 ist dabei von 96, dann von 98 McLaren MP413, habe ich auch richtig Bock drauf, den mal auszuprobieren, weil das so ein bisschen die Zeit war, wo ich noch etwas fasziniert war vom Formel 1 Motorsport, so
Das kann man vielleicht so ungefähr sagen. Auch hier vielleicht noch 2002er Ferrari. Ich habe nie wirklich aktiv das alles verfolgt, aber das waren halt geil klingende, schnell aussehende Fahrzeuge auf engen Rennstrecken und ja, das hat irgendwie doch schon Bock gemacht, das ab und zu auf Eurosport oder sowas mal zu sehen. Dann haben wir hier noch den 2004er Ferrari, 2006er Renault R26, den 2007er Ferrari MP423 aus dem Jahre 2008 und den 2010er Bull Racing RB6, den Red Bull Racing natürlich. Und dann geht's wieder in die 1988er Kategorie. Also auch hier schön viel Auswahl, das gefällt mir recht gut. Und man kann natürlich auch Zeit fahren in modernen Fahrzeugen und ich glaube, das machen wir einfach nicht. Mag irgendwie das Rot, deswegen wählen wir Scuderia Ferrari und gehen jetzt auch nochmal auf Spa-Francorchamps. Aber im Trockenen. Und probieren das jetzt einfach mal aus. Habe ich noch nicht gemacht bisher. Also, vielleicht vergesst alles, was ich vorhin gesagt habe. Vielleicht zerstört das jetzt den ganzen Eindruck. Was ich übrigens geil finde, man kann hier während des Ladebildschirms in die Option da seine, hier sogar nochmal den Wettertyp ändern. Also, wir können sogar nochmal auf nass umswitchen oder auf den Morgen gehen. Das machen wir vielleicht mal. Sonnenaufgang? Oh, Sonnenaufgang. Sieht bestimmt geil aus. Und hier halt seine Fahrhilfen oder den Geist oder sowas, solche Sachen ein- und ausstellen. Das finde ich schon ziemlich nice, dass du während einer Ladezeit da rumprückeln kannst und das Spiel ändert dann nach Belieben, sobald die Session gestartet wurde. So. Alles klar, raus auf die Strecke, blablabla. So, und jetzt wirklich Neuland hier für mich gerade. Habe ich so noch nicht ausprobiert. Höchstens, upala, okay, da ist direkt schon die Rundzeit ungültig. Okay, jetzt ist DRS, scheiße, das habe ich glaube ich nicht belegt. Ach, da geht es ja schon gut los. Egal, ignorieren wir das, wir konzentrieren uns aufs Fahren. Die einzige Erfahrung, die in diese Richtung so geht, die ich habe, ist Automobilista und Assetto Corsa. Denn in Assetto Corsa gibt es den Formula Hybrid Mod. Alter, ist das eine direkte Lenkung, die wir hier haben. Und in Automobilista gibt es die Formula Ultimate, heißt sie, glaube ich. Die da beide die 2017er, die aktuelle Formel 1 Generation, repräsentieren. Okay, sehr direktes Lenkverhalten. Ich muss super wenig lenken, um das Auto da um eine Kurve zu kriegen. Ich muss noch mal eben gucken, ob das im Stand hier übereinstimmt. Ja, das stimmt. Alles klar. Also wir haben 360 Grad am Lenkrad eingestellt und die haben wir auch im Spiel. Allerdings, das habe ich ja gerade schon gesagt, wenn du in der Kurvenfahrt bist, passt der Winkel nicht mehr. Ich versuche mal 90 Grad zu lenken. Okay, das ist viel zu viel. Aber seht ihr das? Das Auto lenkt nicht selbst 90 Grad. Zumindest visuell nicht. Und das ist ein bisschen schade. Das ist so ein bisschen dieses künstliche Geruckel und Gewabbel, was ich bei Project Cars schon immer ungünstig fand und auch bei Dirt Rally und so weiter. Dass man da halt so ein künstliches Wackeln am Lenkrad sieht, was man selber aber kaum spürt. Das ist so eine kleine Diskrepanz, die man dann visuell hat, auch hier. Der geht die ganze Zeit so, so geht er die ganze Zeit mit seinen Händen. Aber das mache ich nicht, das fühlt sich auch nicht im Lenkrad so an, als ob es das machen würde. Da jetzt zum Beispiel, seht ihr das? Also da ist definitiv eine visuelle Schranke noch, die das Lenkrad im Spiel anders aussehen lässt, als es sich in meinem Lenkrad anfühlt. Jetzt weiß ich nicht, ob sich das auch auf die Fahrphysik niederschlägt. Ob der dann wirklich nicht 90 Grad lenkt, wenn ich das will. Es fühlt sich ein bisschen so an wie geschwindigkeitssensitive Lenkungen, die man bei Simulationen als Fahrhilfe quasi auch einstellen kann. Ich habe diese Option hier allerdings nicht gefunden. Also ich weiß nicht, ob man das hier deaktivieren kann. Wenn da jemand was weiß, gerne in die Kommentare hauen damit. Dann kann ich das ändern. So, jetzt würde ich gerne DRS aufmachen, den Flügel hinten. Aber hab den Knopf dafür nicht belegt. Grafisch sieht das Spiel schon recht lecker aus. Ich habe jetzt keinen großartigen Unterschied zu F1 2016 feststellen können. Habe aber auch nicht genau jetzt bestimmte Bereiche verglichen oder so. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie natürlich an der Grafik-Engine ein bisschen geschraubt haben und dass ein F1 2016 in gewissen Situationen vielleicht nicht so gut aussieht wie F1 2017. Aber so wirklich aufgefallen ist es mir jetzt nicht. Was aber auch vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich eben nicht so viel Zeit in F1 2016 verbracht habe, wie manch anderer.
So, erster Eindruck. Sehr stabiles Fahrverhalten. Ich bin wahrscheinlich auch sehr langsam. Aber ich habe hier noch keine frickelige Situation gehabt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, oh oh. Übersteuern, oh oh. Zu krasses Untersteuern, das können wir vielleicht mal beim Rausbeschleunigen hier probieren. Einfach mal stumm Vollgas. Ja, okay. Und da kommt er. Und wenn man da so spät reagiert wie ich, kann man den auch nicht wieder abfangen. Also auch das definitiv ein Faktor. Ich will eigentlich so aus dem Burnout heraus hier wieder gerade ausfahren, aber das Spiel lässt mich nicht. So, jetzt vielleicht. Zack, Traktion, zack, Vollgas-Luttergang. Und ab hier geht wieder Schmackes. Und seit wieder mal ungültig. Also sehr strenge Streckenbegrenzung, die wir hier so haben. Na, ich muss auf jeden Fall sagen, der Regen gerade sah echt lecker aus. Ich habe es noch nicht mit anderen Fahrzeugen auf der Strecke gesehen, wie es da mit dem Spray und der Gischt und so aussieht. Das habe ich jetzt noch nicht geguckt. Aber so grafisch gibt es erstmal nichts zu meckern. Außer vielleicht diese sehr eklige Bewegungsunschärfe, wenn man die auf 100% stellt. Weil dann wird selbst vorne die Nase wird so komisch verwischt und ist Teil der Bewegungsunschärfe und so. Irgendwie ein ganz extremer Effekt hier teilweise, den ich so persönlich nicht so gerne mochte. Deswegen habe ich es so runtergestellt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber auch hier, es fühlt sich gut an. Man kriegt Force Feedback durchs Lenkrad. Das ist jetzt nicht das stärkste und detailreichste, wie ich finde, aber es reicht aus. Die Informationen reichen aus, um zu wissen, was das Fahrzeug eventuell gleich vorhat. Oder was das Auto gerade in diesem Moment macht. Das finde ich schon sehr gut. Es ist nicht so detailreich wie ein R-Factor 2 Automobilista Assetto Corsa Race Room. Aber es ist deutlich besser als das, was ich von F1 2016 in Erinnerung habe. Und das spiegelt sich halt so ein bisschen mit der generellen Fahrzeugkontrolle, die ich gerade im Regen mit dem MP4 erfahren habe. Also es fühlt sich schon alles so ein bisschen transparenter, logischer, nachvollziehbarer an. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wie ich finde. Bei 17... Ende der Camel Straight, hoppala, sollte man vielleicht im vierten Gang bleiben. Wie gesagt, ohne DRS, also da würde geschwindigkeitstechnisch auch noch was gehen. Wir fahren hier außerdem mit Standard Setup. Ist ordentlich die feine englische Art, da müsste auch noch mehr drin sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und ich bin überrascht, wie extrem direkt die Lenkung doch ist. Und mit wie wenig Lenkaufwand man hier um die Kurve kommt. Steckt noch eine Menge Zeit. Auto ist sehr unempfindlich, wenn es um Curbs geht. Also da kannst du wirklich auch die hohen, das haben wir gerade gesehen, recht aggressiv mitnehmen. So, mal gucken. Vielleicht fahren wir jetzt mal eine gezeitete Zeit, eine gültige Runde. Und das wollte ich vielleicht auch noch erwähnen, das ist wie gesagt die Review-Version, die Vorab-Version. Hier ist kein Day-One-Patch drauf, falls da eins kommen sollte. Und eventuelle Bugs, die ihr entdeckt, werden vielleicht mit diesem gefixt dann noch. Also das ist wirklich die Vorschau-Version, also da noch ein bisschen abwarten, bis die endgültige Version da quasi draußen ist. Draußen ist, bis man da sein Urteil failed. Failed? Hast deinen Gegner geschlagen? Alles klar, jetzt ist Onkel Poppy dran. Oh Gott, oh Gott. Boah. Ja, dann weiß ich jetzt nicht, ob das so realistisch war, dass wir da das Auto noch haben abfangen können. Aber es ging. Also vielleicht auch da ein bisschen so die Tendenz zum
Casual Racer zu spüren. Aber das ist wirklich... Ich sag... Also meine Devise ist immer, wenn sowas wie Assetto Corsa R-Factor 2 Race Room eine Simulation ist, ne? Dann haben die natürlich Unterschiede untereinander. So, und wenn wir jetzt von 100% Simulation ausgehen, dann würde ich die alle so bei 95 bis 99% einordnen. Weil du kannst die reale Welt nicht komplett simulieren, das ist auch klar. Viel zu viele Faktoren und Variablen. Aber ich sag mal so, innerhalb von 95 bis 99% bewegen sich die bekannten Simulationen schon. Und dementsprechend ist das Meckern auf hohem Niveau, wenn man da sagt, das fühlt sich aber ein bisschen unrealistisch an und der konnte da aber eher aufs Gas und übersteuert weniger, bla bla blub. Ich würde das hier so bei so 80 bis 90% einordnen. Ja? Das soll jetzt kein Diss sein, das soll jetzt nicht klingen, als würde ich das irgendwie runterspielen wollen, aber es fühlt sich in gewissen Teilen, in gewissen Bereichen, in gewissen Fahrsituationen nicht so detailreich an wie die aktuelle Simulationsgeneration. Das will es ja auch gar nicht sein, das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ne? Also, Codemasters tritt ja nicht an, um hier die beste, authentischste Formel-1-Simulation zu bieten. Sondern es soll ja immer noch ein Game sein, wo viele Leute dran Spaß haben. Und es fühlt sich so an, als wäre das ein sehr, sehr guter Kompromiss, um da beide Lager irgendwie abzuholen. Die Simulationslastigen, aber auch die Arcadigen, die einfach Bock haben auf diesen Fortschritt und eine Karriere mal durchzuspielen mit Safety Car und Meisterbums. Was wir uns auch alles noch angucken werden. Naja, und in dieses 80 bis 90%ige Feld hat eben auch, dass das Auto hier bei den Curbs recht unempfindlich ist. Gerade hier so hohe Curbs, die kannst du mitnehmen, ohne da irgendwie großartig die Gedanken zu machen. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz realistisch. Also ich glaube schon, dass so ein Auto, gerade durch diese hohe Curbs, die so halb so hoch sind wie ein Reifen, dass man da das Auto doch schon unruhiger... Also das Auto wird dadurch unruhiger, glaube ich, als es hier dargestellt wird. Diese flachen Curbs sind nicht so das Problem. Aber gerade diese hohen Curbs sollten das Auto meiner Meinung nach ein bisschen mehr in Unruhe bringen, als es hier dargestellt wird. So, und das ist halt so zum Beispiel ein Punkt, wo man dann merkt, dass die nicht auf 100% Vollsimulation gehen wollten. Sondern da wirklich noch ein bisschen Spielraum zum Spielen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott! Und nächste Runde jetzt auch ungültig! Ja komm, wisst ihr was? Ich glaube, das war's mit dem ersten Eindruck. Wir haben die alten Fahrzeuge, ein altes Fahrzeug getestet im Regen. Ein neues im Trockenen. Und ich würde sagen, lassen wir es erstmal dabei gut sein. Direkter Kritikpunkt nochmal. Wenn ich in die Wiederholung gehe, halbiert sich direkt die FPS-Zahl. Ich hatte hier jetzt bestimmt so 70, 75 FPS. Und hier haben wir 30, wenn überhaupt. Gleiche Ansicht, gleiche Strecke, gleiche Bedingungen. 30 FPS, wenn überhaupt. Und wenn ich jetzt hier in die Replay-Kamera gehe... Wo haben wir sie? Kann ich hier eigentlich auch zurückspulen? Da... Moment hier mal eben. Oh, cooler Übergang. Wie kann ich denn jetzt da? F7, F8. Okay, geht nur bis zu einem beschissenen Grad, wollte ich gerade sagen. Bis zu einem bestimmten Grad können wir da zurückspulen. Schade, aber ist okay. Oh, Fotomodus. Wie geht das denn jetzt wohl mit dem Lenkrad? Ah, hier kann ich mich umdrehen. Aber wir sehen auch hier. Scheiß FPS. Und ich weiß nicht ganz genau, warum. Und ich glaube, wir belassen es einfach bei diesen ersten Eindrücken und gucken uns den Rest an, wenn das Spiel draußen ist, beziehungsweise heute Abend im Livestream. Wenn ihr Bock drauf habt, da können wir nochmal ein paar Kombinationen fahren, die ihr wollt. Und was ihr sehen wollt, können wir dann auch machen. Und ich sage erstmal danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, Wiederholung müssen wir mal gucken, wie das wird, weil da ist die Framerate echt scheiße, aber gucken wir uns auch irgendwann mal an. Und ja, danke fürs Zusehen. Haut rein, macht's gut. Bis spätestens heute Abend, wenn ihr Bock auf den Livestream habt, dann schreibt's in die Kommentare, dann machen wir da einen. Und ansonsten, so haben wir bis spätestens morgen zum nächsten Video oder bis Mittwoch zum Livestream. Assetto Corsa ist da auch am Start. Also sehen wir uns auf jeden Fall. Deswegen, haut rein, macht's gut, danke fürs Zusehen. Tschüssi!